Herzlich willkommen zu Fun & Drive, dem Automagazin aus Berlin. Wer hätte das gedacht? Der einstige E-Pionier Elon Musk unterstützt Donald Trump im US-Wahlkampf. Und das nicht nur verbal. So berichtet das Wall Street Journal in seiner Ausgabe vom 16. Juli. Elon Musk würde Trump monatlich mit einer Parteispende von 45 Millionen US-Dollar unterstützen. Das könnte zum Imageproblem werden, denn somit wird jeder Kauf eines Tesla automatisch zur indirekten Parteispende. Gibt es da nicht etwas Alternatives? Welcome everyone. Tesla war immer gut für Schlagzeilen. Neben der Rolle als E-Auto-Pionier war auch Elon Musk oft von der Rolle, besonders mit seinem Versprechen vom autonomen Fahren. Dieser Selbstüberschätzung verdanken wir viele unterhaltsame YouTube-Videos. Traditionell gehen Deutsche da ganz anders ran. So veranstaltet Mercedes auch keine Aufholjagd, sondern geht frei nach Rudi Dutschke den langen Marsch durch die Institutionen. In Deutschland und der EU werden die wahren Heldengeschichten geschrieben, wo der Kampf um behördliche Genehmigungen tobt. Das Kraftfahrtbundesamt hat für das autonome Fahren die Stufeneinteilung der sogenannten SAE-Level übernommen. Die Norm SAE J3016 sieht so aus und verhindert zumindest den Missbrauch rein verbaler Autonomiebestrebungen. Denn hier geht es um einen definierten Umfang der Automatisierung. Bei Mercedes fallen diese Funktionen unter den Sammelbegriff Drive Pilot und dessen SAE Level 3 hat Ende 2021 die Zulassung vom KBA erhalten und ist seit Mai 2022 für die EQS-Klasse verfügbar. Nichts Neues also, wenn man übersieht, dass der Drive Pilot 60 so heißt, weil er eben bis 60 km/h zugelassen war. Was nun folgt, ist das Upgrade Drive Pilot 95, der eben bis 95 km/h die Führung übernehmen darf. Die notwendige Neuzertifizierung durch das KBA wird bis Ende 2024 erwartet, Verkaufsstart voraussichtlich Anfang 2025. Mercedes selber erklärt das System so. Künftig kann Drive Pilot auch bei normal fließendem Verkehr auf der rechten Autobahnspur unter bestimmten Bedingungen hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug eingesetzt werden. Wie bitte? Ja, für den Drive Pilot gilt ein striktes Rechtsfahrgebot. Er braucht mindestens 2 Fahrspuren, ein vorausfahrendes Fahrzeug, gutes Wetter und Tageslicht. Routiniers hinterm Lenkrad werden jetzt spotten, das konnte ich mit adaptivem Tempomat und Spurhalteassi schon lange. Und das nicht nur als Lasterlutscher. Ja, aber. Die international gültige Systemgenehmigung des Drive Pilot erlaubt es, die Hände vom Lenkrad zu nehmen, um anderes zu tun. Welche Nebentätigkeiten gesetzlich zulässig sind, hängt nun wieder von den jeweiligen nationalen Straßenverkehrsvorschriften ab und ihrer Beifahrerin. Mercedes schlägt vor, Zitat, Sie können zum Beispiel im Internet surfen oder einen Film via TV-Tuner oder über Streaming-Dienste anschauen. Also auch wenn neben Ihnen die Polizei fährt, erwartbar wird trotzdem die Kelle rausfliegen, weshalb Sie im Handschuhfach besser die Lizenz zum Wegschauen parat haben. Wir geben zu, das klingt alles nicht autobahnbrechend, aber bisher wäre autonomes Fahren ohne dies nur bis maximal 130 erlaubt. Bleibt die Frage der Haftungsübernahme bei Fehlfunktionen, weshalb eine redundante Systemarchitektur sichert, dass der Fahrer immer rechtzeitig zum Übernehmen aufgefordert wird, auch der Verantwortung. Nickerchen geht also nicht, eine Kamera überwacht das. Der Preis für die Sonderausstattung bleibt unverändert bei 6.000 Euro. Wo bereits Drive Pilot an Bord war, kann kostenlos over the air aktualisiert werden. Seit seiner Premiere im Jahr 1982 wurde der Opel Corsa weltweit mehr als 14,6 Millionen Mal verkauft. Kein leichtes Erbe, wenn so ein Bestseller auch als rein elektrisches Modell angeboten wird. Mit dem aktuellen Facelift kommt der Corsa Electric als GS heraus, aber der Namenszusatz Long Range wirkt da schon etwas gewagt. Das scheint erstmal verwirrend. Der Opel Corsa hat ein Facelift erhalten, was man zunächst erkennen kann an dem neuen Gesicht mit der Visor-Optik. Der Opel Corsa E heißt nun Corsa Electric. Die Version mit dem bisherigen 136 PS Antrieb bleibt im Modellprogramm für 34.650 Euro. Hinzu kommt aber mit dem Facelift eine Version GS,
die Opel auch als Long Range bezeichnet, und die startet bei 38.045 Euro. Was kostet da also 3.400 Euro mehr? Weniger Stromstress. Und das macht bei einem E-Auto vor allem die Antriebstechnik und Leistung. Der Corsa Electric GS hat eine komplett neue Batterie bekommen mit 51 Kilowattstunden. Da sind zwar nur 5 mehr als zuvor, bringt aber 156 PS und zugleich bessere Ladezeiten. Aber trotz 20 PS mehr Leistung sei der Verbrauch gesunken auf 14,6 Kilowattstunden, was eine Reichweite von 405 Kilometer bedeuten würde. Mit maximal 100 kW kann er bestenfalls in den üblichen 30 Minuten von 20 auf 80% aufladen. An der Wallbox mit 11 kW dauert es 3 Stunden und 10 Minuten. Dank in Serie verbauter Wärmepumpe lässt sich die vorkonditionierte Batterie schneller nachladen, auch mal eben zwischendurch. Solche Werte werden heute gefordert. Trotzdem sprechen wir von einem Kleinwagen mit nur rund 4 Meter Länge. Dementsprechend hat der Kofferraum 267 bis 1042 Liter Ladevolumen bei umgeklappten Rücksitzlehnen. Vorne sieht man reichlich Platz vor den Sitzen, weil die hinten am Anschlag sind. Beim Drive Mode läuft die Rekuperation in allen Stufen unauffällig. So unauffällig wie der Kippschalter, den wir gefühlt seit 20 Jahren bei Opel kennen. Das voll digitale Cockpit ist inzwischen Serie. Trotzdem halten sich die vorgeschriebenen Assistenten mit ihren Warnungen angenehm zurück im Vergleich zu anderen Neuerscheinungen. Und danke Opel, auch die Belästigungen durch den Spurhalteassi lassen sich direkt auf der Mittelkonsole ausschalten. Nicht so der nervende Tempopiepser, der versteckt sich im Menübaum. Der Corsa Electric GS ist wohl ein eher sportlicher Elektrokleinwagen. Natürlich sind 8,1 Sekunden bis 100 nicht Oberliga und die Abregelung bei 150 km/h auch nicht, aber der Frontantrieb mit 260 Newtonmeter geht mit den 1544 Kilo deutlich zackiger um, als die reinen Zahlen es vermuten lassen. Das hat auch mit den Abstimmungen von Fahrwerk und Lenkung zu tun, was im direkten Vergleich zum technisch verwandten Peugeot E208 deutlich deutscher wirkt. Und mit deutscher Gründlichkeit erfolgt die Therapie gegen das posttraumatische Aufladesyndrom. Immer an Bord ist das Kabel für dreiphasiges 22 kW Laden an öffentlichen Säulen. Und wenn das nicht passt? Insgesamt 4 verschiedene Ladekabel zwischen 400 und 800 Euro gibt es im Zubehör. Die radikalste Waffe hatten wir aber schon an Bord, als im Mai 2021 der Vorgänger Corsa E bei uns zu Gast war. Und das nennt sich Universal Charger. Mit all den Adaptern kann man zwar überall laden, allerdings schleppt man immer das schwere Literflaschengroße Umspannwerk mit. Das Ding gibt es weiterhin, kostet allerdings aktuell 1.300 Euro extra. Klingt derb. Aber den Corsa Electric soll ja auch fahren können, wer nicht ein eigenes Haus mit Garagenanschluss hat. Rechnet man das zu den 38.000 für den Electric GS hinzu, sind eben 40.000 Euro fällig für den Einzelkämpfer gegen den Weltuntergang. Heute stellen wir Ihnen einen indischen Geländewagen vor, also nicht diese dreiste Wrangler-Kopie von Mahindra, sondern den Land Rover Defender. Wie was? Indisch? Ja, denn Land Rover wie auch Jaguar gehören seit 2013 dem indischen Tata-Konzern an. Und die nennen ihren Facelift 2024 des Landys Upgrade. Als 2020 der Land Rover Defender mit neuem Look zurückkam, waren die einen dankbar für die Stiltreue in der Form, die anderen ahnten schon, dass da technisch ein Problem kommen würde. Und deshalb musste die Konzernmutter Tata aus Indien irgendwie auf die neuen Vorschriften und schärferen Abgasgrenzen in vielen Märkten reagieren. Im Ergebnis gibt es nun 2 Radstände, 3 Längen und 6 Antriebsversionen. Für sentimentale Käufer gibt es sogar einen 5-Liter Kompressor V8. Der macht richtig was her und passend dazu wählt man die längste Version mit 5,36 Meter. Und die gibt es erst seit 2023, weshalb er hier im Fokus steht bzw. fährt. Sicher, die aktuelle Technik erzwingt auch optisch Zugeständnisse wie die neuen Matrix-Scheinwerfer,
kombiniert mit einem glatten Kühlergrill. Auch die Lackierung und das ganze Erscheinungsbild wirken nun viel edler und wertiger als beim Vorgänger, dessen Optik vom rustikalen Blech und Nieten geprägt wurde. Und entgegen der Tradition fährt sich der neue wie ein Auto und nicht wie ein bockiger LKW. Aber als weitere Reminiszenz bleibt auch das streng vertikale Defender-Heck mit der seitlich angeschlagenen Hecktür samt außen angebrachten Reserverades. Zu den bekannten 90 und 110 kommt nun also der 130. Klar, Länge läuft, auch auf der Straße stoisch ruhig wie auf Schienen, egal wie schlecht der Belag gerade ist. Ebenso klar, hier ist ja auch eine Luftfederung verbaut, die führt ihn auch ziemlich locker lässig durch kurvenreiche Strecken, trotz seiner gewaltigen Masse. Je nach Ausführung und Motor kann das Auto auf maximal 2670 Kilo Leergewicht kommen. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 3380, die maximale Anhängelast 3 Tonnen, ungebremst 750 Kilo. Zur Erinnerung, ab 3,5 Tonnen reicht der Pkw-Führerschein nicht mehr. Für Antrieb sorgen Motoren in vier Varianten. Die 3 Liter Sechszylinder-Diesel kommen mit 249 oder 300 PS. Dieseltypisch schiebt da mit 600 bzw. 650 Newtonmeter das größte Drehmoment. Ebenfalls als 3 Liter Sechszylinder kommt der Turbobenziner mit 400 PS. Alle drei arbeiten mit Mildhybrid. Der Plug-in-Hybrid mit 4 Zylinder wird im 1.30er nicht angeboten. Obwohl selbst die kleinste Motorisierung völlig reicht, scheint für den längsten einfach der 5 Liter V8 Kompressor Benziner besser geeignet. In 5,7 Sekunden auf 100 bis 191 Spitze mit 22er Alufelgen und Allwetterreifen sogar unsägliche 240 km/h Spitze. Der V8 wird allerdings schon vom Hersteller mit einem Verbrauch von 14,8 Liter Super angegeben. Damit da überhaupt eine verkaufbare Reichweite entsteht, wurde ein 90-Liter-Tank eingebaut. Grün sind da an der Tanke nur die Geldscheine. Wen also die Vernunft verlassen hat, der kann auch die Straße verlassen mit permanentem Allradantrieb via 8-Gang-Automatik. Denn Offroad fängt der Spaß erst so richtig an. Mit einem Defender ist man auch im wildesten Gelände entspannt unterwegs, ohne sich mit dem Einsatz von Traktionssperren oder Untersetzungen beschäftigen zu müssen, macht der von ganz alleine und wahrscheinlich sicherer als jeder Geländepilot hinterm Steuer. Natürlich hat auch der Defender den eingebauten ClearSight Ground View, meint per Kameraübertragung auf dem Monitor zu sehen, was man da so unter die Räder genommen hat. Mit seinen 5,36 Meter hat der 1,30er Platz für 8 abenteuerlustige Menschen. Aber trotz seines Images als einer der härtesten Offroader kann es innen behaglich bis luxuriös zugehen. 4 Zonen Klimaautomatik, 14-fach elektrisch verstellbare Sitze mit Memory-Funktion, alle kühl und beheizbar in der dritten Reihe ohne Kühlung. Für echtes Offroad besser geeignet ist hier übrigens die integrierte What-Three-Words-Adress-Technologie, die das Ziel auch dort findet, wo normaler Lavis eben nur weiß zeigen. Einsteigen kann man für 63.600 Euro. Natürlich nicht in den hier. Ganz unten rechts in der Preisliste steht 147.700 Euro. Und dann geht es richtig los. Wie üblich gibt es in der Options- und Zubehörliste mehr als 100 verschiedene Positionen, eigene Funktionskleidung und Ausrüstung. Aber schon der liebevolle Name Landy beweist ja, dass Markentreue ganz groß geschrieben wird bei den Fans. Und Fan leitet sich ja ab von fanatisch. Über der deutschen Autoindustrie scheinen ja mittlerweile die Geier zu kreisen, oft verbunden mit dem Krächzen der Deindustrialisierung. Nachdem der Höhenflug der Grünen in den steilen Sinkflug übergegangen ist, muss man sich wohl ein neues Feindbild suchen. Haben wir eigentlich so etwas wie eine CSR, eine Corporate Social Responsibility? Nein? Dann vielleicht bis zum nächsten Mal.